So, auf geht's zu einer neuen Runde Pokémon Go. Ich werde mein Handy anschmeißen und werde eine Runde suchten. Ich denke mal so um und bei eine Stunde. Ich hoffe, das Aufnahmeprogramm macht's mit, dass ihr eben eine ordentlich hochauflösende Qualität habt. Das war's, bis gleich. So, jetzt bin ich in Planten und Blumen und ich guck mal gerade, wo bin ich? Ich schau mal, scheiße, da war gerade ein, hier noch mehr geboostete Stops, passt auf jeden Fall. Ich gehe mal auf die Richtung. Geht nämlich darum, ich habe in Planten und Blumen, beziehungsweise in der Facebook-Gruppe, in der Hamburger Gruppe, habe ich gesagt bekommen, dass ich an irgendeiner Brücke oder an irgendeiner Treppe hier einen Aquana, ich glaube Aquana, finde. Und das checke ich natürlich mal aus. Ja, ums Nachkommentieren komme ich leider doch nicht so richtig rum. Hier habe ich gerade Nidoran, ein weibliches, gefunden und probiere das natürlich gleich mal klar zu machen und läuft hier auf jeden Fall ganz nice. Ja, wie gesagt, Nachkommentieren muss teilweise sein, weil ich, in den nächsten Folgen werde ich es dann halt so machen, dass ich dauerhaft die GoPro laufen lasse und dann nehme ich einfach den Sound von der GoPro und dann läuft das auch, dann ist das ganz in Ordnung und passt. So, hier haben wir noch ein Traumato, glaube ich. Gucken wir mal. Ja, die Sonnenuhr kommt, zack, weiter geht's. Und ich werde euch halt wirklich nur das, sage ich jetzt mal, Wichtigste reinhauen. Und dann passt das. Mittlerweile weiß ich auch, wie man das Pokémodul einsetzt. Ich habe momentan noch nie geboostet. Aber ich weiß mittlerweile, wie das funktioniert, weil ja am Anfang denkst, Item kann man nicht benutzen. Hm, komisch. Was ist denn da los? Aber gucken wir mal hier, Traumato, WP 129, ja, lohnt sich. Gehen wir mal zum geboosteten Stop. Ah, da finden wir doch schon wieder welche. Da sehen wir doch wieder welche Suchten. An dem geboosteten Stop habe ich dann gleich noch einen Kickli gesehen, was ich natürlich dann auch logischerweise gleich mal, ja, klar machen wollte. Wie weit sind Sie denn? Du kannst mich ruhig duzen, das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Level 12. Okay. Ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Also ich hab's, Kickli hier bekommen. Ja, ich auch. Nice, dann haben wir das alle. Ansonsten bei den Teehäusern sind immer zwei Spots gleichzeitig. Ah, okay, ja. Aber und ich habe irgendwo, also bloß, dass ihr das wisst, also ich renne hier nicht umsonst mit der Kamera rum, ich bin YouTuber und okay, nehme das halt eben zusätzlich als Let's Play halt auf. Und ja, dann seid ihr auch mal im Video. Ich habe gehört, dass entweder irgendwie ein Aquana oder sowas gibt es irgendwie an irgendeiner Treppe bei einem Wasserfall oder sowas. Und deswegen... Okay, das brauche ich auf jeden Fall. Ja, da gucke ich nämlich auch schon. So, also wie gesagt, ich hoffe, dass es mit der Übertragung, also mit dem Display richtig gut läuft. Und... das wäre ziemlich nice. Jetzt gehe ich mal die nächsten beiden Spots ab, um einfach zu gucken, ob wir da noch was Geiles kriegen. Weil das, was ich jetzt bekommen habe, ja okay, ein Kickli war nice, okay. Aber ich will natürlich noch ein bisschen mehr und gucken mal, ob da noch was geht. Hier gerade noch schön Level 13 geworden, so wie sich das gehört. Und ein bisschen was dazu bekommen, ja, war jetzt nichts Außergewöhnliches, aber war in Ordnung. Also an den beiden Pokestops war es okay, aber ich wollte halt noch ein bisschen mehr. Man will halt nicht nur immer rumstehen. Ich will ja nebenbei auch noch die Eier logischerweise ausbrüten. Ja, ich würde gerne diesen Pokémon Kompass oder wie der sich halt nennt, mal verwenden. Dass man halt wirklich sieht, was halt in der Nähe ist, weil dann müsste ja eigentlich das Aquana, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass das so heißt, müsste ich das ja eigentlich bekommen. Und jetzt gucke ich mal gerade, jetzt geht hier noch was, jetzt geht hier noch was richtig Geiles ab. Ein Jurob habe ich, glaube ich, noch nicht. Gönnen wir uns. Curveball ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Scheiß.
Auf jeden Fall. Jo, das sieht gut aus. Gucken wir mal, ob wir einen Jurob schon hatten. Ich bin aber der Meinung noch nicht. Jo, läuft. Ja, wie gesagt, gerade auch gelevelt. Level 13. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Und wie gesagt, wettertechnisch natürlich auch mega nice. Weil gerade, ich zeige euch das mal. Gerade hat es hier wohl noch übelst geregnet. Aber jetzt nicht mehr. Und das ist natürlich richtig nice. So, hier hat es noch ein Evoli gegeben. Das muss ich mir einfach mal gönnen. Mal schauen, ja, 10 WP, 12 WP ist natürlich jetzt nicht der Burner, aber ihr wisst selber, um die Evolution durchführen zu können, brauche ich halt noch ein paar Evoli-Bonbons. Die Gefahr ist, denke ich mal, wenn ich jetzt zu den anderen Stops gehe, dass die Zeit abläuft und die dann eventuell nicht mehr geboostet sind. Das wäre natürlich auch richtig scheiße. Von daher probiere ich das mal lieber bei denen zu bleiben und dann ja da eher ein bisschen was abzugreifen. Ich denke mal, das ist cleverer, als wenn man jetzt zu riskant von einem zum anderen irgendwie einen halben Kilometer läuft und dann ist der Spot eben aus. So, nebenbei werde ich mal gerade mein Ort posten, obwohl das kann ich eigentlich in einem Stop machen. In einem Pokestop werde ich das machen und dann, dass ihr halt seht, wo ich bin und ja, dass ihr mich finden könnt, wenn ihr eventuell gerade in Hamburg unterwegs seid. So, die Boosts sind jetzt beide abgelaufen, das heißt also, dann werde ich auf jeden Fall woanders hingehen. Alleine schon halt wirklich, weil ich das 20. Mal jetzt Traumato gefangen habe und ich will halt wirklich mal was anderes kriegen. Schauen wir mal.